Einen völlig konträren Zugang zu diesem heiklen Thema findet der junge slowenischstämmige Kärntner Filmemacher Dani Levnik. In seiner Filmkomödie »Mein Landeshauptmann« zeigt er Haider als leicht schrille Witzfigur und löste damit eine heftige Debatte zum Thema Verharmlosung aus. Mein Landeshauptmann, ist das Wasser recht so oder soll ich noch ein bisschen eine Seebühne hinein tun? Und für die Intimzone vielleicht noch ein Stickerle Seif Gaddafi? Dobro, wer sagt, dass man nicht lachen darf über Haider? Der sagt, dass es nicht lustig ist, wenn der Haider in einer Badewanne sitzt und sich mit einer Seife waschen tut, die Gaddafi heißt. Und das ist aber lustig. Ganz objektiv gesehen. Und damit tue ich niemanden beleidigen, der unter dem Haider gelitten hat, sondern höchstens den Sohn von Gaddafi, was der aber sowieso nicht mitkriegen tut. Und insofern ist die ganze Diskussion sinnlos. Durchaus für kontroversielle Diskussionen sorgte auch die Besetzung der Jörg-Haider-Figur mit dem steirischen Anarchokomiker Alf Peuer, der sich vom fertigen Film distanzierte. Ja, der Film ist ganz anders geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Weil ich mich gefragt habe, ob ich den spiele, den Haider, habe ich gesagt, welchen? Den weißen Haider, nicht? Weißen Haider oder Haider bis wolkig, nicht so. Nein, und denkt, das ist dann aber im Endschnitt alles gar nicht mehr drin gewesen. Und dann habe ich gesagt, wurscht, ne, mach ich was anderes, spüle den Alk-Haider, nicht? Mach ich Alk-Haider, wenn der Haider einen Alkohol trinkt, nicht? Dann ist er der Alk-Haider, nicht? Und denk, Alk. Wurscht, ne? Und ich gesagt, nein, mach ich eine Zeichnung von Haider, habe ich eine Zeichnung mitgebracht, da habe ich einen Haider drauf gezeichnet, aber der ist unsichtbar und darum sieht man ihn nicht und nichts drauf und wurscht und dann war es auch schon im Kino.